Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 24. September. Einen Tag nach der sogenannten Schicksalswahl in Brandenburg, wie sie Wahlgewinner Dietmar Woidke genannt hatte, wird in Berlin die Frage aufgeworfen, was passiert mit der Ampelkoalition? Für uns beobachtet Tichys Einblick Hauptstadtkorrespondent Mario Thurnes die Entwicklung aus der Nähe. Herr Thurnes, fliegt jetzt die Ampel auseinander? Nein, das tut sie nicht. Die Ampel hat Beharrungskräfte. Das liegt ganz einfach daran, dass alle drei Parteien bei einem Bruch der Ampel und bei vorgezogenen Neuwahlen nicht gewinnen würden. Weder SPD noch Grüne noch FDP stünden in einem Wahlkampf gut da. Also werden sie weitermachen. Das gilt vor allem für die FDP. Die FDP verliert am härtesten bei Wahlen. Die FDP verliert aber auch am härtesten in der Koalition. Sie muss eine Politik mittragen, die massiv gegen die liberalen Grundsätze geht. Und sie tut es, um in der Regierung bleiben zu können. Und allmählich drängt sich der Verdacht auf, dass das aus persönlichen Gründen von Christian Lindner passiert. Er stellt ja sehr heftig unter Beschuss auch von seinen eigenen Parteikollegen. Wie geht er damit um und was sagt er denn? Er spielt auf Zeit. Er spricht vom Herbst der Entscheidungen und kündigt an in verschwurbeltem Deutsch, dass der neue Mut das Ziehen von Kompetenzen sei. Er will damit ausdrücken, dass er in den nächsten 3 Monaten im Herbst der Entscheidung härter mit Grünen und SPD umgehen will. Und dann fehlt ihm sogar der Mut, das deutlich auszudrücken und das deutlich so deutlich zu formulieren, dass man ihn auch versteht, ohne dass das ein Journalist für ihn übersetzt. Christian Lindner will einfach nur auf Zeit spielen mit Themen, die er schon längst hätte gewinnen können und die jetzt auf einmal in den nächsten 3 Monaten besser werden sollen. Zum Beispiel Haushalt. Er sagt, die Ampel werde einen Haushalt auf den Weg bringen, der die Bürger entlastet und zeitgleich Geld für Investitionen freischlägt. Ihm ist es ja noch nicht mal gelungen, einen richtig regulären Haushalt vorzulegen. Der Haushalt ist offiziell verfassungsgetreu, einfach nur, weil er Ausgaben nach unten und Einnahmen nach oben gerechnet hat. Christian Lindner spielt auf Zeit. Jeder Monat, mit dem die Ampel weiterhält, steigen seine Pensionsansprüche und allmählich entsteht der Eindruck, als dass es auch um nichts anderes mehr geht, als um die Pensionsansprüche von Christian Lindner. Jetzt sind die Grünen schon aus dem 3. Landtag nacheinander hinausgeflogen. Kräftiger kann man ja gar nicht gegen die Schienbeine treten. Kommen diese Tritte denn jetzt langsam in der Berliner Grünen Blase an? Bei den Grünen kommt gar nichts an. Die Grünen finden alle möglichen Schuldigen an ihrer Niederlage, nur sich selbst nicht. Friedrich Merz ist schuld, weil Friedrich Merz die Grünen so hart attackiert. Dietmar Woidke ist schuld, weil er den Wahlkampf personalisiert hat. Putin ist schuld, die Medien sind schuld, das Wetter ist schuld. Also bei den Grünen muss man mittlerweile eine Liste führen, wer nicht schuld an der Niederlage der Grünen ist. Aber auf die Idee zu kommen, dass wenn die Grünen eine Wahl nach der anderen verlieren, die Grünen selbst dran schuld sind, darauf kommen die nicht. Bezeichnend ist, dass Grüne und Medien da immer noch auch zusammengehen. Friedrich Merz muss sich von einer Journalistin fragen lassen, ob er nicht schuld an der Niederlage der Grünen sei. Wenn es so wäre, hätte Merz das nicht zu bedauern. Der könnte jubeln, wenn es so wäre. Und am Wahlabend im ZDF war es dann so gewesen, dass um 18 Uhr 5% und die Hoffnung auf das Direktmandat in Potsdam da waren. Eine Sprecherin der Grünen spricht vom Sieg auf der ganzen Linie und ein ZDF-Journalist übernimmt das Ganze. Und das ZDF berichtet über einen Sieg auf ganzer Linie von einer grünen Partei, die anschließend aus dem Parlament rausfliegt. Daran zeigt sich, dass diese Koalition aus Grüne und Medien, gerade öffentlich-rechtlichen Medien, immer noch steht, dass die null Einsicht drin haben, dass die Grünen verlieren, geschweige denn Einsicht, warum die Grünen verlieren. Knapper Sieg der SPD also, obwohl von der Berliner Parteispitze niemand im Wahlkampf auftauchte. Oder sollte man gerade sagen, deswegen. Landeschef Woidke verbat sich nämlich Besuche aus der Berliner SPD-Blase. Das Verhältnis zwischen den Landesfürsten und der Bundes-SPD scheint also ziemlich zerrüttet zu sein. Was passiert denn da gerade? Dietmar Woidke hat das sehr geschickt gemacht, wenn man es egoistisch aus seiner Sicht sieht. Er hat den Kampf gegen die AfD, an dem sich auch CDU und alle anderen Parteien beteiligen, auf sich persönlich personalisiert. Dadurch kam es zur Zuspitzung AfD gegen Woidke und das hat Woidke die Stimmen gebracht. Erstmal war das clever, weil er somit der Wahlsieger geworden ist.
Aber jetzt zeigt sich im Nachhinein, dass er einen Preis dafür bezahlen muss. Auf Landesebene, da hat die Grünen, die Linken und die FDP aus dem Parlament rausgehalten. Jetzt kann er nur mit der AfD mit der Partei von Sarah Wagenknecht koalieren. Aber das ist nur der Brandenburger Aspekt. Der Berliner Aspekt ist, Dietmar Woidke hat diesen Wahlkampf klugerweise zu einem persönlichen Wahlkampf gemacht. Er hat Olaf Scholz komplett aus diesem Wahlkampf rausgehalten. Scholz hatte keine Auftritte in diesem Wahlkampf. Aber dafür zahlt die SPD jetzt auch einen Preis. Weil natürlich versucht sie jetzt, diesen Sieg für sich zu verbuchen. Kevin Kühnert und Lars Klingbeil sagen, es zeigt, dass man 10 Prozentpunkte Rückstand aufholen kann, wenn man im Wahlkampf kämpft. Aber Friedrich Merz hat das am Montag in der Pressekonferenz richtig beschrieben. Woidke hat diese 10% aufgeholt, indem er sich von Scholz distanziert hat. Nächstes Jahr bei der Bundestagswahl wird Olaf Scholz sich kaum von Olaf Scholz distanzieren können. Er wird nicht behaupten können, dass er vergessen hat, dass er für seine eigene Politik verantwortlich ist. Wobei das fast Olaf Scholz schon wieder zuzutrauen wäre. Aber genau das ist ja das Problem. Bleibt noch der heimliche Wahlsieger, die AfD. Aber mit ihr will keiner koalieren. Wie hoch steht die Brandmauer und vor allem wie lange noch? Die Brandmauer bröckelt. Die drei Landtagswahlen im Osten, die jetzt hinter uns liegen, haben schon zu faktischen Änderungen geführt. Es gibt in allen drei Ländern eine Sperrminorität, wenn man AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht gemeinsam nimmt. Das bedeutet, gegen beide Parteien lässt sich die Brandmauer schon jetzt nicht aufrechterhalten. Friedrich Merz zum Beispiel hat das am Anfang versucht, indem er gesagt hat, die CDU werde nicht mit dem Bündnis zusammenarbeiten. Diese Ansage hat er schon zurückgezogen. Aber auch die Brandmauer gegen die AfD bröckelt. Sie ist jetzt in Thüringen und in Brandenburg in der Lage, eine Sperrminorität zu haben. Die Satzungen dieser beiden Parlamente, die Verfassungen dieser beiden Länder können nicht mehr geändert werden ohne die AfD. Es können noch nicht mal mehr Verfassungsrichter benannt werden ohne die AfD. Das heißt, die anderen Parteien sind allmählich gezwungen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, ob sie wollen oder nicht. Auch inhaltlich bröckelt die Brandmauer. Ich kann nicht, so wie es Olaf Scholz versucht, einerseits sagen, dass ich im großen Stil abschieben will und andererseits einen polarisierten Wahlkampf gegen die AfD damit begründen, dass diese Partei im großen Stil abschieben will. Ich kann nicht reden wie die AfD und gleichzeitig die AfD als große Gefahr dämonisieren. Das kann nicht gut gehen, das geht nicht gut. Parteien, die zusammen einst weit über 90% geholt haben, kommen allmählich nur noch auf 80, 70, 60%. Wenn sie diesen Trend nicht aufhalten, wird es irgendwann Minimum Sperrmehrheiten von AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht geben, wenn nicht noch einen größeren Einfluss von AfD alleine. Mario Thörnes, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wirtschafts- und Klimaminister Habeck hat nach seiner Konferenz mit Vertretern der Autowirtschaft am Montag für Elektroautos geworben. Es lohne sich schon heute, ein Elektroauto zu kaufen und im kommenden Jahr solle man sogar Geld verdienen können. Etwa wenn man die Batterie seines Elektroautos als Batteriespeicher zur Verfügung stelle. Bis zu 5 € solle man pro Kilometer sparen können, so Habeck. Und an jeder Tankstelle soll bald eine Ladesäule gebaut werden. Ob dahin auch genügend Strom ankommt, das sagte Habeck nicht. Die Flottengrenzwerte sollen 2026 einer Revision unterzogen werden. Das soll vorgezogen werden. Wobei sich an den grundsätzlichen Zielen nichts ändern solle, wie Habeck betonte. Denn im Jahr 2050 soll es geschafft sein, die EU klimaneutral sein und Deutschland sogar schon 2045. Dann könne man zurückrechnen, wann man anfangen müsse, so Habeck. Er trug das vollkommen ernsthaft vor. Er gestand immerhin das Drama im Autobereich ein. Um 2 Millionen Fahrzeuge sei der europäische Markt zurückgegangen, so Habeck. Davon seien 1/4 Fahrzeuge der Marke Volkswagen. Dies sei eine strukturelle Marktschwäche. Es sei kein kurzfristiger Effekt. Ihm ist also das Drama bewusst, das er anrichtet. Sarah Wagenknecht wiederum hatte den Zwang zum Elektroauto massiv kritisiert.
Der Niedergang der deutschen Autoindustrie sei vor allem ein Ergebnis des Elektroautowahns von Brüsseler Bürokraten, sagte sie in einem Interview gegenüber der Welt. Die Kommunikationsplattform Telegram wird künftig IP-Adressen und Telefonnummern von Nutzern an den Staat weitergeben, wenn dies rechtlich zulässig ist. Dies erklärte Telegram-Chef Pavel Durov am Montag auf Telegram. Macrons Frankreich hatte den französisch-russischen Staatsbürger Pavel Durov im vergangenen Monat nach seiner Landung in Frankreich verhaftet und mit mehreren Anklagen konfrontiert, darunter die Verbreitung von Kinderpornografie über seine Messaging-App. Am Montag jetzt verkündete Durov, dass Telegram seine Nutzungsbedingungen geändert hat, um Kriminelle abzuschrecken. Bislang hatte Telegram Regierungsanfragen nach Nutzerdaten oft ignoriert. Die App, die weltweit hunderte Millionen Nutzer hat, ist bekannt für den Schutz der Privatsphäre und die Ablehnung der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden. Sie bietet End-to-End verschlüsselte Chats, die nur Absender und Empfänger lesen können. Telegram sammelt im Vergleich zu anderen Messenger-Plattformen sehr wenige Daten seiner Nutzer und schränkte freie Rede nicht ein. In der Vergangenheit hat das Unternehmen gesagt, dass es Daten nur dann mit Regierungen teilen würde, wenn die Anfrage durch einen Gerichtsbeschluss gestützt sei, der in der jeweiligen Gerichtsbarkeit rechtlich bindend ist. Der Milliardär wurde gegen Kaution freigelassen, darf Frankreich aber nicht verlassen. Telegram hatte wegen seiner generellen Weigerung, mit Behörden zu kooperieren, wiederholt den Zorn von Regierungen, von Ländern der Europäischen Union, aber auch Staaten wie Russland und Iran auf sich gezogen. Telegram wurde von Regierungsgegnern genutzt, um sich zu organisieren. Nein, das spielt nicht in Russland, sondern in Frankreich. In Berlin öffnet heute die InnoTrans, die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik. Sie dauert bis zum 27. September. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die EU-Generaldirektorin für Verkehr eröffnen die Messe und führen eine Podiumsdiskussion zur künstlichen Intelligenz. Nichts dazu gesagt wurde, ob die Züge fahren lassen kann und pünktlich machen kann, wenn menschliche Intelligenz in den oberen Etagen der Bahn nicht mehr ausreicht. Der Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Ralf Ruthardt produziert. Ralf Ruthardt ist Unternehmer, Autor und Freigeist. Ihnen ist Perspektivwechsel wichtig. Was ist das? Welche Perspektiven bietet Ihr Buch dem Leser? Also die Bedeutung des Perspektivwechsels halte ich deshalb für so relevant, weil er zu neuen, lösungsorientierten Ideen führt. Sich bewusst in die Lage eines anderen Menschen hineinzuversetzen oder sich frei von der eigenen Überzeugung für ein paar Momente ganz auf ein Gegenargument einzulassen, das bringt einen in der Sache weiter und es hilft auch, dass der Diskurs ein breiteres Fundament bekommt, eine schöne Versachlichung. Im Roman ist der Protagonist Max Grund quasi ständig am Wechseln von Perspektiven, weil dann hat er hier einen Gedanken, hat dort ein Gespräch, hat von jemand anderen noch etwas gehört und das führt er quasi zusammen. Bedeutet, Max Grund führt für sich introvertiert einen Diskurs, den wir im Grunde genommen als Gesellschaft zu führen haben und versucht dabei ideologische Prämissen außen vor zu lassen, sondern orientiert sich an solchen Parametern. Was ist vernünftig? Wie gewährleisten wir Sicherheit, Wohlstand und eine positive Zukunftsperspektive? Mehr über den Unternehmer und Autor Ralf Ruthardt und sein Buch erfahren Sie unter www.ruthardt.de. Niederschlagsgebiete ziehen heute weiter nach Osten. Vor allem im Osten und Nordosten fällt teilweise kräftiger Regen, der im Laufe des Nachmittags nachlässt. Auf der Rückseite wird es wechselhaft, dichte Wolken, aus denen Schauer kommen können, wechseln sich ab mit freundlicheren Abschnitten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 20 Grad. Der Wind frischt zeitweise kräftig auf, es kann zu gelegentlichen Böen kommen. Keine guten Voraussetzungen für die Energiewende. Windräder wollen möglichst gleichmäßigen Wind. Strom soll ja auch gleichmäßig aus der Steckdose kommen. Zumindest war das bisher so. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt.
Davon kam praktisch keine Leistung von den Windrädern. Die Photovoltaikanlagen lieferten 31 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die konventionellen Kraftwerke wurden auf knapp 25 Gigawatt hochgefahren und mussten abends um 20 Uhr auf 34 Gigawatt gesteigert werden, als von den Photovoltaikanlagen nichts mehr kam. Der Wind frischte leicht auf, lediglich 3 Gigawatt kam von den 30.000 Windrädern. Dafür wurden wieder erhebliche Mengen an Strom aus den Nachbarländern importiert. So eine Leistung von 12 Gigawatt um 18 Uhr zu einem Preis von 240 Euro pro Megawattstunde. Diese Leistung hatten früher die Kernkraftwerke geliefert. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.